So, meine Freunde, hallihallo, herzlich willkommen zurück. Wir sind wieder bei einer Reaction von Feuer und Flamme da. Die letzten Folgen waren ein bisschen, ich will nicht sagen komisch, aber es war auf jeden Fall so, dass ich vielleicht dann doch mehr, also wenig inhaltlich erzählt habe. Ich versuche das jetzt hier vielleicht ein bisschen zu verändern, weil ich auch sagen muss, auf dieser Berufsfeuerwehr-Ebene kann ich natürlich auch nicht allzu viel sagen, weil ich da absolut keinen Plan habe. Ich finde es einfach interessant, als freiwilliger Feuerwehrmann da reinzuschauen. Und wenn ihr Bock habt, schauen wir uns das gemeinsam an. Zu ein paar Sachen kann ich natürlich was sagen. Aber zu Einsatztaktiken oder so gibt es da andere YouTuber? Ich glaube schon. Ich kann mal recherchieren. Ich denke, da wird es irgendwen geben, der auch irgendwelche Einsatztaktiken von der BF erläutert. Ansonsten freut es mich sehr, dass ihr hier auf diesem Kanal vorbeischaut und wir legen einfach mal los. Ein Hybridfahrzeug in Flammen. Das hört sich schon mal doof an. Vielleicht haben die ja einen Abrollcontainer, in den sie einfach Wasser reinbuddern können. Mal gucken, wie es gelöscht wird. Löschfahrzeug. Brand 0, Kleinbrand. Wo ich das jetzt höre, also hier der Melder ist ja hier so ein Swiss-Phone-Ding. Habt ihr auch den Alarmierungston? Ich hatte in einem letzten Video schon mal, kann ich hier mal irgendwie einblenden oder was, wenn ich es finde, was ich für einen penetranten Sound habe als Alarmierung. Ja, könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben oder ich weiß nicht, ob man es gut beschreiben kann oder einfach einen Link zu irgendeinem Video schicken. Welchen Alarmierungston ihr habt, würde mich wirklich interessieren, weil, also bei meinem wache ich absolut auf. Also egal was ist, das hört man immer. Fahren wir alleine hin, ne? Ja. Wir waren unterwegs und dann kam über die Leitstelle Stichwort Kleinbrand. Es brennen mehrere Meter Hecke. Ich dachte Hybridfahrzeug. Egal. Erst noch ohne Hecke ist auch CA gut. oder Maske umhängen oder? 5 Meter Hecke, ja, Hecke auch. Was sagt er? Maske umhängen. Also auch PA. Ja. 2120 von Leitstelle Bochum. Ja, also jetzt wir Freiwilligen würden auch bei einer Hecke, also klar, die Sachen im Freien, jetzt vielleicht auch bei Feldbrand oder sowas, kann man natürlich mit einem Schnellangriff aus der Entfernung machen, macht aber eigentlich keiner, weil wenn der Wind dreht und du dann den ganzen Kram ins Gesicht bekommst, also es ist einfach sicherer, dann einfach unter die Pressluftatmer zu gehen und dich dann halt schon während der Fahrt auszurüsten, weil sonst geht wertvolle Zeit verloren. Dann kam von der Leitstelle eine weitere Meldung, mehrere Anrufe. Nicht nur eine Hecke, sondern auch eine Wohnung. Ja, ist verstanden. Hey, jetzt brennt eine Wohnung? Ich dachte, hier brennt ein Auto. Ich mache zwei kurz hinterher. Ja, ist richtig, Alarmstufenerhöhung ist. Verstanden. Komplett fertig machen, Wohnungsbrand. Erst Hecke, oh ja, chillig, hängt mal um und jetzt. Ah, Waren da initial alarmiert? Hecke. Heckenbrand oder so. Heckenbrand, ja, ist klar. So ein Heckenbrand kann natürlich schon mal schnell ausarten. Wenn es dicht an eine Hausfassade ist, kann es natürlich auch sein, dass es durch Funkenflug oder durch die Wärmestrahlung halt auch auf so eine Fassade. Also, ne, wenn der Winter schön alles. Also, wenn das dann so eine Hecke ist, die irgendwie einen halben Meter oder einen Meter entfernt ist von der Mauer, also von der Wand, oder du hast dann noch ganz viel Holzelemente oder so, geht schon fix. Übergeht. Wir setzen sofort einen Verteiler, ne? Machst du das oder wir? Ja, ich mach da mit. Für uns war klar, wir sind erstes Fahrzeug, wir sind erster Trupp, die nachrückenden Einheiten sind unterwegs. So, und dann hat man im Hinterkopf circa 4 Minuten, 5 Minuten, bis die da sind. Ui, das brennt ja richtig da. Ja, was? Das ist Wohnungsbrand? 2 LW1 von 2 LW201 kommen. 2 LW1, Oh. zwei PKWs voller Ausdehnung auf die Fassade. Die PKW-Brenner. Übergreifend. Jetzt verstehe ich auch den Titel, den ich mir jetzt gedacht. Kommen. Alter. So, Verteiler da vorne hin. Hallo.
Ab nach oben. Ich meine, den Verteiler noch ein bisschen nach hier, der ist zu nah dran. Ja. Es waren zwei PKWs, die. Alter. Die da betroffen waren. Die Hecke natürlich war. Boah, die Hecke ist ja richtig im Eimer. Also bestimmt auf 5-6 Meter in Vollbrand. Wir mussten erstmal mehrere Sachen auf einmal machen. Wie passiert das da? Mit mehr oder weniger drei Leuten. Da hieß es natürlich erstmal, dass wir den Brand erstmal begrenzt halten, dass er sich nicht ausdehnen kann, insbesondere aufs Wohnhaus. Pass auf, wir machen zuerst eine Riegelstellung, ja? Erst das Gebäude abschotten. Verstanden. Weiß man ja auch nie, sind da Personen drin, also ich muss da unbedingt schnell handeln. Bring mal noch zwei Zeroll-Schläuche sofort und Strahlrohr. Dann mach erst mal volle Pulle aufs Haus, ne? Verteiler aus der Marsch! Beim Verteiler habe ich auch schon mal in irgendeinem Video erzählt. Ich glaube in dem einen, was schon fast ein halbes Jahr her ist. Ganz links am Verteiler, erstes Rohr, ganz rechts am Verteiler, zweites Rohr und in der Mitte drittes, meistens ein B mit einem C-Reduzierer drauf. Dann wisst ihr Bescheid. Also wenn er sagt erstes Rohr Marsch, dann dreht er ganz links den Verteiler auf, zweites Rohr Marsch, rechts, drittes Rohr in der Mitte. Ich habe dann das zweite Ziel. Einfach ohne Handschuhe, ist ihm egal. Feuerwehrunfallkasse kennt er nicht. Vorgenommen und habe versucht, sofort die Hecke abzulöschen, damit über die starke Hitzeentwicklung das nicht aufs Haus übergreift. Und das war eine vertretbare Position, würde ich sagen, die das ohne PA. Ist ihm egal. Übergreifen aufs Haus verhindern konnte. Oh, alter Schalter. Holla, die Walpe. Alter Schalter. Ich geh zu Mathe, ne? Da ging es wirklich um jede Sekunde, weil das Haus war akut bedroht. Mathe! Boah, Digga, der ist anders im Rauch. Geh raus, Mathe. Bitte? Geh auf den Qualm. So. Die Kameraden können gar nichts mehr sehen. Der chillt da anders. Ja, ihr müsst euch überlegen, wie viel Wasser da verdampft. Also, das ist schon irre. Der Angriffsdruck von Mattes hat super gearbeitet, hat das Haus geschützt. Und dann konnten wir uns die anderen Strahlrohre nehmen und vernünftig ablöschen. Personenlage im Gebäude unklar, Schlüssel steckt, einmal erkunden, war bis gerade rauchfrei. Alles klar. Wenn Personen drin sind, räumen. Okay. Ich glaube, die Karre ist im Eimer. Johannes! Der Pilot ist ein Hybrid. Hybrid? Ja. Da war uns klar, dass es sich um alternative Antriebe handelt, was für die Feuerwehr Neuland ist. Ja, da darf man auch gut und gerne einfach mal ein bisschen mehr Abstand nehmen. Weil die Fahrzeuge sind noch nicht so lange auf dem Markt und so viele Fahrzeuge von denen haben halt noch nicht gebrannt. Für mich war es der erste Hybrid. Wenn man hat ein bisschen Abstand, ne? Ist ein Hybridfahrzeug. Alles klar. Ja? Ja. Hybrid. Und darauf mussten wir dann natürlich auch reagieren, weil für uns dann ja nochmal eine besondere... War das gerade hier so ein bisschen Lithium-Kram, der da rumgeflogen ist? Das sieht auch immer sehr knuffig. Gefahren von ausgeht, weil Hochvoltanlagen verbaut sind, bis 1000 Volt, achten wir auf den Sicherheitsabstand, weil unser Löschwasser ja leitet, dass wir keinen Stromschlag bekommen. Wobei eigentlich in einem Brandfall, technischer Defekt oder irgendein Unfall die Autos automatisch stromlos sein sollten. Verlassen wir uns aber nicht grundsätzlich drauf, deswegen halten wir erst einmal den Sicherheitsabstand beim Löschen. Wasser zurück, bitte zurück! Schaumteppich in Vorbereitung. Oh, da vorne, der Schlauch ist, glaube ich, kaputt, oder? Hey, jetzt macht dich einfach leiser. Schaumteppich. Nee. Hä, hey, haben die. Ist das extra? Jetzt bin ich verwirrt. Also, ist natürlich smart, das dazu abzulöschen, aber ich glaube, hier ist keine Öffnung. Ich glaube, das ist kaputt, oder?
Vorbereitung. Ja. Jetzt müssen wir Temperaturkontrolle machen. Ist Hybrid? Hybrid. Da müssen wir kühlen. Ja. Und ohne Atemschutz nicht, weil wegen HF-Bildung. Zusätzlich ist aber ein großes Problem auch, dass diese Akkus, die da verbaut sind, in Verbindung mit der Temperatur sich anfangen zu zerstören und selbst chemische Reaktionen hervorrufen. Müssen Sie sich vorstellen, wenn Flusssäure auf den Stiefel trifft, da wo er reintritt, dann geht er auf eine Seite wieder raus. Das ist doof, ja. Und Knochen und Gewebe, da ist, das geht so durch und diese Sachen können auch entstehen. Das heißt also, es ist ein ganz anderes Gefahrenpotenzial. Ja, ich würde vorschlagen, dass wir Nachwischarbeiten erstmal über die Leiter fahren. Die Leiter von oben, ja. Und dass wir dann hier, ich sag mal, mit dem Wind kühlen würden. Genau. Richtig großzügig wässern, damit die Jungs da aus dem Nebel unten rauskommen. Ja, schon. Also Drehleiter ist schon sehr cool. Mit einem Werfer da vorne drin. Also der Angriffstrupp kommt jetzt raus, ist keine Person mehr im Gebäude. Ja, alles klar, perfekt. Ja, dann ist aus. Ja, guck hier, die Dinger hier, das sieht ja gewollt aus. Weil, sprüht ja hier richtig gut ab. Ich habe die aber noch nie gesehen, also gerne mal in die Kommentare schreiben, was das hier für Teile sind, die sie da hingemacht haben. Hier nichts mehr, ja. Schön, ne? Ich glaube, die sind kaputt. Dann machen wir jetzt Schaum. Gut erstmal. Alles schön eingeschäumt hier. Oh, hier schön der Schaum, hier schön so Öl und alles. Aus der Betriebsstoffe. Guck doch mal, wie die Temperatur der hat. Oder hier vorne. Dann ist natürlich zu kontrollieren, über die Wärmebildkamera fängt der Wagen sich wieder an aufzubacken. Problem ist, dass diese Akkus in Verbindung mit der Temperatur durch den Brand sich anfangen zu zerstören und chemische Reaktionen hervorrufen. Und selbst wenn man so einen PKW dann mal gelöscht hat, die fangen wieder an, die Temperatur hochzufahren und man hat in 10 Minuten, 15 Minuten den PKW wieder in Flammen stehen. Und das kann unter Umständen immer wieder passieren. Ja, also ich habe von so Einsatzberichten gehört, wo die wirklich 2 oder 3 Tage lang so ein PKW einfach unter Wasser gesetzt haben, weil sich der immer wieder entzündet hat. Also ganz grill. 60 Grad ist das Wärmste. Aber ich muss warten, dass es bei 60 Grad bleibt und sag mal in 20 Minuten bin ich wieder auf 150 oder 60 hoch und dann muss ich wieder anfangen massiv mit Kühlen. Toi übernimmt dann jetzt hier, richtig? Und der Rest rückt ein. Also wir bauen jetzt komplett um, ihr übernehmt. Ja. Und dann müssen wir nochmal abchecken, wie lange die jetzt gekühlt werden muss. Dann müssen wir uns nochmal was überlegen. Alles klar. Ist halt nur das Risiko, dass die Batterie sich mal wieder entfacht. Und dann wird der Einsatz ein bisschen größer aufgefahren, weil bis zu 24 Stunden nach dem Brandereignis kann diese chemische Reaktion... Ja, das ist garstig. ...immer noch einsetzen. Und das kann man nur umgehen, indem man dieses Fahrzeug 24 Stunden in ein Wasserbad taucht. Wache 2 komplett zurückbauen, aber mit Schläuche. Wir kuppeln die Toy an. Wir als Toy-Einheit sind da geblieben und haben immer wieder kontrolliert, ob die Batterie... Toy ist trending on the job oder was, ne? ...noch heiß wird. Das ist ja voll cool, dass wir so eine Einheit haben. Und dann wurde irgendwann das ganze Auto dann im Wechsellader abgeholt und zur Wache 3 gebracht. Wechsellader ist auch schon richtig stark, wenn man sowas hat. Wir hatten Glück, die Kollegen aus Dortmund, die hatten ein paar Tage vorher das gleiche Problem und haben uns ihren großen Container, den wir nicht hatten, zur Verfügung gestellt. Da wir das auch nicht regelmäßig haben oder auch noch nicht hatten, ist es halt gut, dass wir so... Ja, dann kann man da ja das Auto gut reinschmeißen. Darf das einmal ein bisschen sein Seepferdchen machen. Eng vernetzt sind mit den Nachbarfeuerwehren, sodass man sich da halt gegenseitig dann aushelfen kann, wenn man mal Material braucht. Ich habe dann dieses Elektroauto in den vorbereiteten, mit Wasser gefüllten Container abgesetzt, so dass die Batterien... Dürfen auch nicht viel größer werden, die SUV-Teile. Die vor... So G-Klasse, weiß ich nicht, wie da die Maße sind. ...vor sich hin brannten, ständig mit Wasser umgeben waren. Das heißt, die Wärmeenergie wurde entzogen und dadurch konnte sich die Batterie in sich Uwe. Nicht zerlegen, bis halt nichts mehr da ist. Voll gut. Sieht doch gut aus.
wie viele Leute aber da auch stehen, die haben sind sehr interessiert daran, was hier passiert. Es ist für ein Auto natürlich ein immenser Aufwand, aber er ist aktuell alternativlos, weil es ist nichts anderes bisher erfunden worden als dieses Baden von den Autos. Die andere Alternative wäre, ein Feuerwehrauto 24 Stunden vor Ort hinzustellen und immer Wasser drauf zu geben. Das ist uneffektiv. Das war der erste. Selbst wenn der Aal da jetzt anfängt zu brennen, also das dauert schon ein bisschen, bis da was großartig passiert. Hybrid, der in Bochum gebrannt hat. Also ich gehe davon aus, dass weitere Folgen werden. Die Elektrifizierung der Fahrzeuge wird weiter fortschreiten. Und wenn ein neues Problem auftritt, muss man sich halt um dieses Problem kümmern. Und wir haben mittlerweile auch immer einen Container da stehen. Alter, ich habe gedacht, das wird ein chilliger Heckenbrand. Dann ein chilliger Wohnungsbrand. Wohnungsbrand wäre richtig doof. Und dann die zwei Fahrzeuge im Vollbrand. Also da gab es ja scheinbar keine Personenschäden. Also ist das dann doch alles ganz gut ausgegangen. Keine Ahnung, was jetzt da die Brandursache war. Vielleicht Brandstiftung, keine Ahnung. Das sah ja nicht so aus, als wäre es da super heiß gerade gewesen. Ich bedanke mich ganz herzlich für alle, die jetzt zugeschaut haben. Ich hoffe, das Video ist jetzt wieder nicht allzu lang. Und man sieht sich bei weiteren Videos. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich muss mich nochmal bedanken. Wir haben jetzt schon 530 oder 540 Abonnenten. Voll gut, freut mich richtig. Ja, Gott sei Dank, wir sind zur Welt. Wenn ihr die Möglichkeit habt, geht bitte zur Freiwilligen Feuerwehr. Würde mich sehr freuen. Und ansonsten wünsche ich noch einen ganz entspannten Tag. Tschüss.